Moin Leute, zurück bei Days Gone. Und hier wird schon geballert. Was war das? So, ja, Story hier folgende, wer wir das hier machen. Koblenz Camp wurde angegriffen, kehrt zu Koblenz Camp zurück. Ja, mal gucken, was ich da machen muss. Da habe ich hier noch überall die Aufträge offen. Aber wir werden jetzt erstmal hier schön Koblenz helfen. Wie gesagt, da wird schon rumgeballert. Aber wir starten es direkt gleich. Hey, ist okay. Aufmachen. Vorbeifahren? Nein, kann ich nicht. Schade. Weil immer wenn rumgeballert wird, dann kann man halt Los, Loot abholen. Rein mit ihnen. Was ist passiert? Ein Angriff. Rumtreiber beim Highway. Wir müssen sie mit ein paar Männern verfolgen. Schau mich nicht so an. Ist nicht mein Problem. Sie haben Manny. Du hast Manny da rausgeschickt. Ich leite nur das Camp, Deke. Ich sage niemandem, wie er leben soll. Was zur Hölle, Cope? Ja, müssen wir wohl Manny wiederholen. Heißt nicht bedeckt. So, hier liegen auch überall Loot-Objekte, weil wie gesagt, die haben hier rumgeballert wie blöd eben. Nicht vergessen, ja. Die kommen immer wieder hier bei Copeland. Ich weiß nicht wieso, aber die rennen hier immer mal hin und lassen die abschießen. Das ist gut. Kann ich schön looten und noch ein bisschen Material mitnehmen. Was ich immer weniger habe, leider. Wegen den Horden. So. Das ist doch schon mal gut. Ein bisschen langsamer fahren, natürlich. Ich weiß nie, was auch alles kommt hier. Ja, zum Beispiel eine Brücke. Die ist auch sehr gefährlich. Vor allem die Geländer hier. Jetzt hier irgendwo auf ein Seil gespannt ist, aber ich glaube in dem Gebiet hier eher nicht. Ah, okay. Cope, ich habe sein Bike gefunden. Mal sehen, ob ich ihn von hier aus aufspüren kann. Meine Männer sagen, am Sanium war ein Hinterhalt. Ja, das habe ich auch schon herausgefunden. Dicken Ende. Ja, warum eben mal folgende Manny? Hoffentlich haben sie ihn nicht schon umgebracht. Wahrscheinlich nicht. Ah, hier hängen wieder ein paar Freaker rum. Das heißt, da wird gleich wahrscheinlich wieder einer wach werden. Gehe ich von aus, oder? Mal alle mal kurz anschießen hier. Den ganzen Mann. Da wird eigentlich schon einer wach. Okay. Okay, doch nicht. Irgendwie mein Handy ist gerade angegangen. Warum? Oh, ich bin mal vorbeigerannt. Da war Glöckchenspiel. Volles Schwarz. Hab dich. Ich glaube, die Waffe ist gar nicht so gut, um echt zu sein, die ich jetzt hier habe. Leider. Die macht nicht so viel Damage. Die ist zwar wegen dem Schalldämpfer ganz gut, aber die macht keinen Damage. Das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht gut. Ja.
Ja, bitte. Wer möchte sich anmelden? Ich habe hier rot auf meinem Map. Ach, da unten rennen sie rum, okay. Soll ich mal snipern? Komm, ich sniper mal. Kommen hier zwar alle angerannt, aber... Ja. Oh, da oben ist auch einer. Ja, dreh hier durch. Ja. Ah! Sehr schön. Schöne Sniper. Immer ordentlich. Ein Schuss weg. Oh. Du musst da weg! Runter! Das hat ein bisschen gedauert, den Fan zu kriegen. Moment. Haben wir ja nochmal Sniper hier. Oh, hier kommen. Da war halt noch irgendwie jemand rum. Aber irgendwie ist er gerade draufgegangen. Da hat aber einer rumgeballert, definitiv. Warum ist er schon tot? Jetzt komisch. Inventar ist voll, Inventar ist voll. Ja, schöne Sache. Man kann ja was bauen hier. nö. Zoll fürs Räuspern. Aber irgendwann, wenn man gerade frisch aufgestanden ist, kommt irgendwie der Frosch immer in den Hals. Mal erstmal rausdrücken den Frosch. Das dauert ein bisschen. Hier. Das ist rot bei mir. Warum ist hier rot auf dem Radar? Jetzt hab ich dich. Hi, Manny. Hey. Ich hätte ihn schon aufgehalten. Außerdem, wer außer dir weiß denn schon, wie man einen Vergaser baut? Upsi. Ja, dafür habe ich so die falschen Waffen mit. Normalerweise mache ich das nur mit der Armbrust, mit Feuerpfeilen. Das wäre jetzt easy. Das kann ich wohl vergessen. Aber ich kann ihn ja anzünden. Wenn ich ihn denn treffen würde. So, ein Arsch machen wir auch nochmal hier, ein neues Po-Loch hier. Okay, das Sniper geht auch. Scheiße, Dick! Du hast es geschafft! Oh, scheiße. Okay, das war's. Ich war zu lange im Camp. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, okay. Dann lass uns jetzt verschwinden. Hey, da lasse ich mich nicht lange bitten. Was zum Henker ist passiert? Was hast du hier draußen gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe ewig nichts besorgt. Ich dachte, vielleicht... Ich weiß nicht, mache ich zu wenig. Weißt du? Mit einer Waffe rumrennen, das können eine Menge Arschlöcher hier, Manny. Aber Bikes reparieren, das können nicht viele. Ja, ja. Hat Cope auch gesagt. Ja, ausnahmsweise gebe ich dem Waffe. So, was meinst du? Warum muss das so sein? Wie denn so? Dass sich hier draußen alle gegenseitig umbringen. Manny, weißt du, wie viele Leute im Knast saßen, bevor alles den Bach runterging? Ich meine, hier in den Staaten? Ah, keine Ahnung. 2,5 Millionen. Und mit denen, die auf Bewährung draußen waren, sind es fast 7 Millionen. Also einer von 35 war jemand, der auf das Gesetz scheißt. Und das sind nur die, die geschnappt wurden. Scheiße. Die Frage ist also nicht... Oh. Kommst du jetzt klar? Ja, ja. Hey, Deke, hast was gut, Mann.
Ich wäre jetzt tot, wenn du nicht... Manny, halt dich bedeckt. Halt dich bedeckt? Sie geben dir Essen. Und jetzt mach, dass du hier wegkommst. Oh yeah. So, Mission abgeschlossen. Halt dich bedeckt, 100%. Die Pier gab's auch. Koblenz Camp gab's auch ein bisschen was. Kurz für die Schwachen. Läuft. So, haben wir das schon mal erledigt. Das ist schon mal gut. Bin ich damit zufrieden. Neuer Fähigkeitspunkt ist auch da. So soll es sein. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Das haben wir noch nicht fertig gemacht. Ich glaube, das war hier, ne? Ja, es war hier. Der Rest habe ich da. Genau, machen wir erstmal hier weiter. Habe ich noch einen Punkt? Oh ja, noch einen Punkt. So, dann haben wir nämlich das hier alles fertig gemacht hier. Dann sind wir da durch und jetzt als letztes kommt Nahkampf. Da muss ich hier noch 1, 2, 3. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5 Fertigkeitspunkte brauche ich noch. Dann habe ich das auch da geschafft. Naja. So, normalerweise. Ach, hier sind Horden wieder. Aber wir machen jetzt einfach Schnellreise. Wahrscheinlich geht da noch ein Funkspruch oder so, aber wir machen jetzt einfach Schnellreise hier hin. Kein Problem, kein Problem. Und dann sind wir da erstmal durch und dann werde ich erstmal die Waffen wechseln, weil die Waffen, die ich jetzt mit habe, die gefallen mir eigentlich nicht ganz so. Zumindest die Primärwaffe hier. Die macht zwar kein Geräusch und so, weil die einen Schalldämpfer hat, aber wie gesagt, die macht kein Damage. Das ist echt ziemlich nervig. Und bei Horden bringt das Ding auch nichts. Das ist auch ein Problem. Cope, ich hab ihn. Dem Himmel sei Dank. Lebt er noch? Er ist ein bisschen ramponiert, aber er wird's überleben. Ein paar Drifter wollten wohl mehr über euer Camp rausfinden. Wie viele Männer da sind, wie viele Waffen und so weiter. Ich hoffe, er sagte, wir haben mehr als genug. Und werden sie auch behalten. Die Bullen haben ja wohl nichts mehr zu sagen, oder? Nein, wohl eher nicht. Wenn Manny da ist, dann sag ihm, er soll im Camp bleiben. St. John Ende. Oh yeah. So, Waffen. Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt andere Waffen wieder mit, weil die haben alle, die sagen mir irgendwie nicht zu. Allein schon, wenn ich gegen Horden kämpfen muss, dann brauche ich hier sowas. Chicago Chopper, der ist einfach cooler und besser. Und eine Armbrust, man trifft der Armbrust, nehme ich jetzt auch wieder mit. Wie gesagt, das ist, die Kombo finde ich immer noch am besten. Die habe ich jetzt die ganze Zeit gespielt und die finde ich einfach am besten. Das ist halt immer so. Brandbolzen kann ich da nicht produzieren, das ist schon mal... Schade. So, dann haben wir das schon mal wieder vollständig. Ja, dann mal gucken. Dann werde ich wahrscheinlich in der nächsten Mission jetzt hier gleich leg jeden einzelnen von den Mistkerlen um und dann geht es hier so weiter. Und das sehen wir dann aber am nächsten wird. Danke recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören hier bei Days Gone. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüss.